Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video mit dem Herrn Julian Klaassen. Also der Julian hat mir 5 Produkte im Internet bestellt, wovon er gesagt hat, ich garantiere dir, diese Produkte kennst du nicht und die hast du auch noch nie benutzt und vor allem erkennst du nicht, wofür die sein sollen. Du kennst sie vielleicht schon, aber du wirst nicht wissen, was das ist, wenn du es in der Hand hast. Okay, also er gibt mir jetzt gleich auf jeden Fall die Dinge und ich muss erraten, was es ist und wofür es ist. Und dann werden wir das Ganze auch zusammen testen und ausprobieren. Und ich will, dass ihr alle mitratet. Ja, ihr müsst dann immer auf Pause drücken und eure Idee. Ja. Ey, dann stehen ja gleich die krankesten Ideen in den Kommentaren. Dann schreibt immer so Produkt 1, Doppelpunkt, so und so. Sie hat einfach noch nichts gesehen. Du weißt gar nicht, was dich erwartet. Ja, ja. Also ich habe jetzt alle hier drunter gequetscht. Ja, jetzt gib mir mal. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du mir bestellt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch nicht. Komm, nehme ich das aller einfachste als erstes. Ja, okay, um erstmal reinzukommen. Was ist das? Hä, das sieht aus wie so eine Karnevals. Warte, ich öffne schon mal das Bild, um dir es gleich zu zeigen. Das fühlt sich an wie ein Kissen, aber da sind halt einfach 4 Löcher drin. So? Guck mal, das passt schon mal, oder? Gar nicht mal so blöd, die Heineke. Aber warte, hier war. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, warum hier 2 Löcher sind. Vielleicht. Sag jetzt, was denkst du, was es ist? Es ist ein Kissen. Okay, wofür? Genau. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sagen, ja. Es ist ein Schwangerschaftskissen für schwangere Frauen, nein, wo du hier mit den Beinen durchgehst, damit dein Babybauch auch weich ist, aber du trotzdem an den Bauch klopfen kannst und Hallo sagen kannst. Nein. Nein, soll ich dir zeigen? Hä, was? Das ist ein Relax-Kissen für die oder? Ich Idiot, ich kenn das sogar! Aber guck, zieh dir mal rein, wie krank das nächste Bild aussieht. Gib dir das. Wie dumm sieht das aus? Hä, das hab ich gemacht! Das hast du gemacht, ja. Oder das? Ja, okay, das sieht. Mach das mal bitte. Das sieht super gestört aus, aber. Hier ist dein Tisch. Hast du irgendwie für die Schule oder für die Uni? Leg mal deinen Kopf dazu drauf, genau. Um richtig abzu. Ist das chillig? Oh, saugeil. Aber es macht das Sinn, dass da ein Platz für die Hände ist? Oh, ist das geil. Ja, das ist voll schön. Und warum sind... Oh, da sind die Hände so weich. Leute, bitte macht mit. Ich bin so gespannt darauf. Schreibt jetzt mal jetzt rein, wenn ich euch den nächsten Gegenstand zeige, was ihr denkt, was das ist. Macht die Augen zu. 3, 2... Okay, wenn du es schaffst, den jetzt... Nee, schaffst du ihn nicht. Okay, go. Was ist das? Ach du Scheiße. Beschreibe den Gegenstand. Es sieht aus wie ein Schlauch aus einem Chemielabor mit Mann Papp. Das irgendwo rein, mit Flüssigkeit gefüllt. Und ich stelle mir das gerade so vor, so sprudel, das hier durchgeht, irgendwo anders rein, dann BÄM, Experiment. Aber warte mal, das war gar nicht mal so schlecht, das hat gut in mein Ohr gepasst. Boah, mach das mal! Musst du dir mal das? Nein, ich mach das nicht, vor allem, weil ich weiß, wofür es ist. Also ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Was sagt ihr? Ja, das... Drück mal Pause und schreib das gerade, was ihr denkt. Füllt man mit heißem Wasser und macht damit eine Ohrspülung. Und dann kann man so hier reinpusten und dann wird das Wasser so ins Ohr gedrückt. Eine Ohrspülung? Ja. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Echt jetzt? Es ist verkehrt, es ist falsch, ja. Aber soll ich dir sagen, du wirst dich unfassbar ekeln, wenn du weißt, was es ist. Das Ding, Leute, haltet euch fest. Das ist für Säuglinge. Das steckst du denen in die Nase und ziehst denen den Schleim raus. Weil sie nicht die Nase putzen können und dann ist hier das Schleimaufbewahrungsding. Hier ist das Foto. Das ist, um die Nase zu reinigen. Oh mein Gott. Und das werde ich jetzt an dir ausprobieren. Boah, ist das ekelhaft. Vor allem... Schau mal vor, du ziehst so doll und der Schleim so... Ups, ist der Mann. Du liebst dein Kind. So, warte, ich möchte mal... Nee, dann ist da kein Schleim drin. Ja, aber es ist doch dann hier in dem Behälter. Trotzdem, das sehen die dann doch. Ah, ich will das nicht. Doch, wir machen das jetzt. Ganz tief rein. Nein. Oh, ich kotze gleich. Das schmeckst du dann auch bestimmt auch mein... Aber ich habe ja trotzdem deine Nasenluft dann im Mund, das ist ja voll ekelhaft. Mach du das bei mir? Nein, jetzt habe ich das doch schon in meiner Nase. Mir egal. Bitte entleeren Sie mich. Was ist das ekelhaft? Bitte entleeren Sie mich jetzt. Warum gibt's denn sowas? Ah, das ist das ekelhaft. Das saugt meine Nase leer. Warte, ich will noch mal saugen. Ah, saug woanders. Ich stecke jetzt gleich in den Po. Bah! Ah! Drin? Nee. Darf ich dich mal fragen, wo du so eine Scheiße findest? Tja, ich hatte Unterstützung vom Pascal. Viele Grüße. Danke. Ich kann auch andere Sachen mit aussaugen. Weißt du, wie das heißt? Das hat den geilsten Namen überhaupt. Ich hab sogar eine Verpackung hier. Nein, weil das heißt irgendwie. Wenn der Julian mir sagt, wo er es bestellt hat, verlinke ich euch das alles in der Infobox. Ja. Dann könnt ihr euch das heißt reinziehen. Nosibo. Mundangetriebener Nasensauger.
Boah. Aber cool. War cool, oder hättest du nicht mit gerechnet? Nee. Das heißt, es steht gerade 2-0 für mich. Kissen. Das Kissen, ich hab gesagt, ja, das ist ein Kissen. Du kriegst einen Punkt, du kriegst einen Pin. Juhu! Und ist auch beim Kopf. Also steht es 1-1, okay? Leute. Was ist das? Ach, das sieht wirklich ab. Darf ich das mal auspacken? Natürlich. Probier das aus. Was ist das? Leute, ratet in den Kommentaren, was ist das? Vom Rüssel. Warte, ich muss erst. Gesagt. Warte! Was denn? Was denn? Boah. Auch keine Ahnung, was man damit zu tun hat. Ich liebe dieses Video vom Hart. Leute, gebt unbedingt mal Daumen. Ist das ein Hörgerät? Oh mein Gott, das ist ein Hörgerät. Boah, ich schwöre auf alles, das macht so. Sag mal was. Hörgerät. Oh, kannst du einmal ausprobieren, wie krass das ist? Ganz bestimmt werde ich das mir nicht in mein Ohr stecken. Wenn ihr das Video geil findet, dann bitte gebt uns mal einen Daumen nach oben dafür. Ja, ganz ehrlich, bin ich sofort dabei. Wir können gerne noch einen Teil drehen, das macht das echt Spaß. Das ist voll die geile Idee. Vor allem, ich habe sowas einfach noch nie gesehen. Gebt echt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, dass ihr wollt, dass ich das auch mal errate. Oh Gott, das ist so affig, wenn ihr wisst, was das ist und was ich gerade damit mache, das ist so, oh! Ja, warte, guck doch mal, ich habe ein Inhalationsgerät, ja, das sieht genauso aus, ist nur weiß und das kann man in so eine Tasse reinstecken und dann öffnet man so, dadurch die warme, heiße Luft ein. Warte, ich öffne dir mal ein Foto davon, was es ist, okay? Okay, soll ich dir den Slogan dieser Marke sagen? Ja. Do it like a man. Das ist ja super ekelhaft und ich habe Rüssel gesagt, das muss ein sein, oder was? Soll ich dir sagen, was du damit machst? Oder ja. Weißt du schon? Nee. Das ist, damit Frauen auch im Stehen pinkeln können. Und du hast dir das an den Mund gehalten, ins Ohr gesteckt. Boah, das ist ja super abartig. Welche Frau will denn so ein Teil haben? Ja, perfekt für Tankstellen, bla bla bla, wenn man sich da nicht hinsetzen möchte. Kann man sich das wohl als Frau da unten so dran halten und dann zieh dir mal dieses Bild rein. Hallo, ich muss es einmal ausprobieren. Nein, schenk das irgendwann an! Nein, warte mal! Lass das Pipi-Gerät in Ruhe! Aber jetzt hab ich's doch schon, ich muss es doch mal ausprobieren. Nein, du probierst das niemals aus, vergiss es! Du bist einfach nur abartig. 3, 2, 1, go! Ja, also da ist auf jeden Fall so ein Halterungsding dabei. Ich gehe davon aus, dass man das irgendwo dran machen kann. Mhm. Und da sind Batterien drin, also hallo? Oh nein, hast du mich gemacht. Ich dachte, das ist sowas wie ein Baby. Ja, ich müsste die Leute schon sehen, was das ist, wie krank das ist, dass man damit redet. Ja, ich dachte, guck mal, ich drücke auf den Knopf und es passiert nichts. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig, ja. Mach's nicht kaputt. Oh, ich kann es verbiegen. Finde den Grund heraus, warum es gerade nicht angeht. Es ist für im Wasser irgendwas. Nein. Aber es muss im warmen oder kalten sein, dann funktioniert es nur. Geh mal in das Ding rein und mach das da. Also hat es was mit Wärme zu tun. Mit Licht! Richtig! Kann man damit die Dunkelheit messen? Ja, man misst damit die Dunkelheit. Es ist dunkel und dann leuchtet es. Im Dunkeln leuchtet es und dann funktioniert das auch. Mhm. Dann ist das sowas wie eine kleine Taschenlampe. Man kann das zum Beispiel so hier irgendwo dran machen und dann drückt man da drauf und dann leuchtet das. Wo macht man das denn dran? Kann man überall dran machen. Okay, warte. Jetzt hat sie auch noch eine Handöffnung da dran. Funktioniert immer noch nicht. Ja, du musst warten. Muss ich gedrückt halten? Nein. Muss ich öfter drücken? Nein. Funktioniert immer noch nicht. Doch, ja. Oh mein Gott! Hat sie die Erleuchtung? Was? Soll ich dir sagen? Ja. Es ist eigentlich was, ich denke, wir werden es benutzen, weil ich es echt cool finde. Echt jetzt? Du machst das von innen an deine Toilette dran. Oh nee, das ist eklig. Nein, warte. Kannst du gucken, ob da Urinspuren drin sind? Nein, du machst es an deine Toilette dran. Ja. Und wenn du nachts auf Toilette gehst, ist da ein Bewegungssensor, das Licht geht an und ich zeige dir ein Bild. Deine ganze Toilette fängt bunt an zu leuchten. Jedes Mal, wenn du da hingehst, hat das eine andere Farbe. Hä, wie geil ist das denn? Warte, ich kann dir das Bild öffnen, guck mal. Das ist mega geil. Ach, das ist der Bewegungssensor. Mhm. Also ich habe gesagt, das ist ein Licht. Ach, denkst du, irgendwer hat's? Ich hab erraten, dass es ein Licht für im Dunkeln ist. Naja, du hast erst damit gesprochen. Das ist das allerletzte Gerät und es ist eins der geilsten Geräte. Einmal, zweimal und dreimal. Komm, beschreibe es erstmal. Okay, was siehst du gerade? So zwei Eisenteile. Ich gehe davon aus, dass man die irgendwo als Halterung dran macht. Und ich habe. Das ist so geil, dieses Ding. Ich schwöre es euch. Hä? Okay, das sieht aus wie eine kleine Babyhängematte für eine Puppe oder so. Na, guck mal, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht, ne? So, und das kann ich jetzt. Boah, dieses Video ist so geil. Aber wofür ist denn diese komische Hängematte da? Wozu brauche ich denn so eine kleine Hängematte?
Kann ich da eine Flasche drauflegen oder was? Zum Draufsetzen! Das ist eine Schaukel! Nein, nein, keine Schaukel, nein. Warum denn nicht? Aber das könnte man doch bestimmt zum Draufsetzen. Kann ich mich da draufsetzen? Das ist ein Sitz. Das ist ja was. Was könnte man noch drauflegen? Was könnte man noch drauflegen? Mein Kopf. Nein. Mein Oberkörper. Nein. Irgendwas von meinem Körper. Ja. Beine! Ja. Wie geil! Ich kann das irgendwo dran machen, wo auch immer, weil das ist ja total kompliziert, wo soll ich das schon dran machen. Und dann kann ich so. Oh, au, scheiße, das hat weh. So, dann kann ich meine Füße da so drauflegen. Richtig? Es ist richtig, ja. Ja! Für Leute, die viel sitzen im Arbeitstag, die können sich das unter den Tisch spannen und können dann die Beine hochlegen. Wie geil! Für die Schule oder das so. Denn? So unter deinem Tisch. Und dann sitzt du da so am Schreibtisch oder in der Schule und legst du so deine Füße so chillig drauf. Das habe ich sofort erraten. Also nein, das hast du nicht sofort erraten. Du dachtest, deine Schaukel. Ich habe genau erraten, wofür es ist. Okay, da habe ich trotzdem 3-2 gewonnen, oder? Was war dein Lieblingsgerät? Das Nasensauggerät. Der mundangetriebene Nasensauger. Boah, das ist echt abartig. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Ich muss sagen, es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich dachte, weil ich die Produkte einfach wirklich geil finde. Hast du sehr gut gemacht. Und wenn es euch auch gefallen hat und ihr vielleicht sogar einen zweiten Teil wollt oder ihr vielleicht wollt, dass ich das mal für den Julian mache. Ja, das meine ich ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Geil. Dann unbedingt Daumen nach oben. Ja, wenn und dann müsst ihr mir helfen, Produkte zu finden. Aber hiermit noch nicht genug, denn ich verlinke euch jetzt hier Julians neues Video. Das haben wir auch gerade gedreht. Und zwar haben wir uns gegenseitig die allerverrücktesten und lustigsten Videoszenen aus all unseren Videos rausgesucht. Und gegenseitig gezeigt, wir durften nicht lachen und wenn, dann haben wir eine sehr asoziale Bestrafung bekommen. Okay, okay. Tschüss, Leute. Tschüss. Nach dem Schleimsauger werde ich noch das ein oder andere Mal verwenden. Ja? Nein. Also, ich saug dir auf jeden Fall keinen Schleim. Vielleicht hätten wir bald ein Babyhaar.